Ja, gleich zu Anfang so eine allumfassende Frage. Echos befasst sich hauptsächlich mit einer Suche und deren Folgen. Das Album ist ja aufgeteilt in zwei Zyklen, à drei Titeln, eingerahmt vom Kyrie und dem Requiem. In dem ersten Teil geht es im Prinzip darum, dass man eine Suche in sich selbst startet. Sprich, wenn man davon ausgeht, dass man sein Gegenüber nur lieben kann, wenn man sich selbst ein Stück weit liebt. Und wenn man davon ausgeht, dass man sein Gegenüber oder auch eine Situation, in die man gestellt ist, eine Lebenssituation nur ergründen kann und meistern kann, wenn man sich selbst ein Stück weit versteht und ergründen kann, dann ist bedeutet Suche Part 1 durch Nacht und Flut im Prinzip dieser Blick nach innen, Türen aufzustoßen in der eigenen Seele, hinter denen sich Dinge verbergen, die vielleicht Ursache für verschiedene Verhaltensmuster, Verhaltensweisen sein können. Im weiteren Teil, Sacrifice, der Hingabe Part 1, wird beschrieben im Prinzip, dass man sich dem auch auf eine gewisse Art und Weise hingeben sollte, sich dem nicht verschließen sollte, auch wenn man Dinge in sich selber entdeckt, die man vielleicht nicht für gut heißen kann, dass man sich diesen Dingen stellt. Und sie auch gewissermaßen abarbeiten kann, sodass es eben nicht geschieht, dass, wenn man die unter den Teppich kehrt, dass die eines Tages unkontrolliert aus einem herausbrechen. Und im letzten Teil des Zyklus, der Bittruf Apart, ist der Wunsch und das Verlangen, das Erlernte festhalten zu können. Wie oft steht man im Leben und macht Situationen durch, die man eigentlich schon durchgemacht hat. Man müsste eigentlich mit dem Erfahrungsschatz, den man in sich trägt, die Situation meistern können und hat es dann doch wieder verbockt. Dieser Bittruf eben, diesen Erfahrungsschatz, den man sich aneignet, den festhalten zu können und den auch weiter in das zukünftige Leben tragen zu können. Und wenn man also diesen Zyklus durchgemacht hat, diese manifestierte Suche sozusagen durchgemacht hat in sich selbst, dann beginnt der zweite Teil, die Suche nach außen, der Schritt nach außen, der Blick nach außen, dass man beginnt, die Situation, die es eben zu ergründen gilt, oder die Person, die man ergründen will, dass man diesen Zyklus dort auch beginnt, dass man erst die Suche startet, ein bisschen tiefer als nur die Oberfläche betrachtet, dass man danach sich den Dingen, die man sieht, den man gefunden hat, auch hingibt. Es gibt Situationen, denen kann man nun mal nicht ausweichen. Und damit man nicht davor wegrennt, muss man eine Möglichkeit ja finden, um sich damit auseinandersetzen zu können, um sich dieser Situation gewissermaßen hingeben zu können. Und nur um das zu können, muss man ja theoretisch vorher diesen ersten beschriebenen Teil durchmachen, dass man eine gewisse Fundiertheit in sich selbst gefunden hat. Ja, und am Schluss dann wieder dieser Bittruf, dieses Verlangen, das, was man jetzt erreicht hat, den ganzen Weg, den man gegangen hat, gegangen ist, dass das eine Beständigkeit hat, dass das nicht verloren geht. Und das, wie gesagt, eingerahmt in Kyrie, sozusagen die Halle, die man betritt, wenn man das Album öffnet, wenn man sich dem Album selbst öffnet, und die Schreie sind verstummt im Requiem, was das Ganze abschließt und was im Prinzip auch als mögliche Schlussfolgerung, als mögliches Fazit auf verschiedenen Ebenen gesehen werden kann. Gewissermaßen, ja. Ein Schlusstitel ist ja der Titel, mit dem man sozusagen den Hörer verabschiedet. Und mir war es dieses Mal auch ganz wichtig, nicht mit Trompeten und Posaunen dieses Album zu beenden, sondern in dem Stil, in dieser oder auf dieser Gefühlsebene das Album zu beenden, wie ich dieses ganze Album verstehe, und dass es nicht mit einem riesen Paukenschlag endet, wie vielleicht andere Alben, deren Themen das dann auch wirklich nötig hatten. Sondern es ist hier eigentlich ein gleitender Ausgang, letztendlich, so wie das Album auch begonnen hat, wenn auch der durchaus lange Titel, Die Schreie sind verstummt, verschiedene Facetten zutage führt von Lacrimosa, die im Prinzip kommen wir da wieder ein bisschen zu dem Albumtitel auch zurück,
diese Echos aus vergangenen Lacrimosa-Alben, die Echos aus vergangenen musikalischen Epochen, die sich hier ein bisschen vereinen in diesem Titel und auch ein gewisses Fazit mit sich bringen.